Der Dresdner Elbhang ist heute sein Revier. Früher war es vor allem der gegnerische Strafraum. Hans-Jürgen Kreische, der Spielmacher und zugleich der Torjäger bei den Schwarz-Gelben, eine oder vielleicht die Ikone der Dynamo-Glanzzeit. Ja, das kommt schon ab und zu mal vor, dass der eine oder andere noch mich erkennt, auch wenn ich mittlerweile die Perücke abgelegt habe. Bei der WM 74 trug er wie damals üblich das Haar noch offen. Doch schon bald wurde aus der Matte eine Problemzone, bis Kreische sich irgendwann für oben ohne entschied. Ein weiteres Markenzeichen von ihm, er trägt das Herz auf der Zunge, handelte sich damit oft Ärger ein, auch mit dem wohl bekanntesten seiner Sprüche. Ja, mit den Bonbons. Ich kann nie aus Scheiße Bonbon machen. Heute kann er darüber lachen. Damals war es der Anfang vom Ende, also von seiner Entlassung. Blitzartig hat man dann irgendwie so einen Spruch bei der Hand, der nicht immer passt und wo man sich auch den einen oder anderen Feind schaffen kann. Aber grundsätzlich ist es ja ehrlich gemeint. Sein Talent hatte er vom Vater geerbt. Der war auch ein sehr guter Fußballer und anfangs ziemlich skeptisch. Wo ich mein erstes Spiel gemacht habe, ist er dann enttäuscht nach Hause gekommen. Hat meiner Mutter dann gesagt, also der wird nichts, der steht nur rum. Aber die DDR drückt weiter. Neuling Kreische schießt ein 2:1. Eigentlich hätte er mehr als 50 Länderspiele haben können und auch gern etwas länger gespielt als nur bis 30. Wer 70 Jahre alt wird, der hat nicht nur schöne Seiten oder schöne Sachen erlebt. Und da gehört eben auch sowas dazu. Man muss eben die Lehren draus ziehen, auch genau wissen, wer deine Freunde sind. Das ist ganz wesentlich für mich. Seit 2013 ist er Ehrenspielführer bei Dynamo und aktuell als Scout für die Schwarz-Gelben tätig. Auch zum bevorstehenden Rundengeburtstag bleibt sich Kreische treu und verrät, was ihm seine Frau vor dem Interview mit auf den Weg gegeben hat. Ja, ich soll nicht so viel dummen Mist erzählen, wie dass man merkt, wie alt ich bin. Hat meine Frau gesagt. Kreische bleibt eben Kreische. Wohl dem, der zum 70. nicht nur so aussieht, sondern wirklich mit sich im Reinen ist.